Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf der Crest Garage und ich bin froh, euch mal wieder was Neues zeigen zu können. Den Traxxas Slash 4x4 gibt es ja schon eigentlich ein bisschen länger, aber das ist die neue Version. Ihr seht es hier oben, wo steht's? Da unten, BL2S, es ist eine neue Brushless-Kombo drin und 4x4 sagt euch 4WD. Ich habe ja schon mal vorgestellt einen 2WD, Heckangetriebenen. Hier ist es jetzt ein 4WD, die neueste Version. Ziemlich cooles, böses Teil, hat ziemlich viele coole Neuerungen. Ich würde sagen, lasst uns über das Teil mal sprechen. Ich zeige euch alles, was es hat und natürlich vergleiche ich hier mit dem anderen Traxxas. Wird bestimmt ein schönes Video. Also bleibt dran, lasst uns darüber mal reden. Hallo, schön, dass ihr noch da seid. Hier ist das große Teil. Ist ein richtig großer Kasten, sieht ziemlich cool aus. Den Slash kriegt ihr übrigens in verschiedenen Farben. Also müsst ihr immer gucken, was ihr euch aussucht. Und es gibt die Karosserie auch noch in Blank. Das heißt, ihr könnt die auch nochmal extra kaufen und dann selber aufbauen, selber lackieren, so in dem Design, wie ihr es haben wollt. So ein paar Sticker sind dabei. Das Gröbste ist aber erstmal so. Ich drehe das mal um. Was haben wir hier auf der Box drauf? Als erstes, wir sehen hier ein Bild vom Chassis, wie er jetzt aussieht, als 4WD, also 4x4 vorne angetrieben, hinten angetrieben. Der Motor sitzt nicht wie vorher hinten, sondern mittlerweile mittendrin. Und da ist die Brushless-Kombo auch drin, das heißt das neue System. 3300 kV hat das 2S-System, also hat schon ordentlich Power drauf. Wie ich es gesehen habe, könnt ihr damit den ganz normalen 7,8 Volt Traxxas Akkus fahren oder die Lipo Akkus. Dann aber nur 2S. Ich glaube, 3S kann der ESC nicht aushalten, aber 2S sollte dem Ganzen hier schon ordentlich Power geben. Ansonsten unten drauf noch so ein paar Neuerungen. Die würde ich sagen, schauen wir uns auch mal direkt im Modell an. Ich hole da so ein gutes Stück mal raus. Wo schneiden wir auf? Machen wir mal ein kleines Unboxing. Was ist denn alles dabei, wenn ihr euch einen neuen Slash holt? Als erstes, das Ganze ist ja auch ready to run, also komplett aufgebaut. Und falls ihr euch den selber aufbauen wollt, bei dem hier weiß ich es nicht. Ich weiß aber, dass es die 2WD-Version auch als Bausatz gibt. Vielleicht mal interessant, auch mal sowas zu machen. Ist dann übrigens auch ein bisschen günstiger als der aufgebaute. So, Kunststoff raus und den Wagen mal rausholen. Wir sehen schon, ein schönes Grün, Schwarz, Blau. Noch ein paar Papiere dabei. Und hier hinten, komm raus. Oh. 1 hour later. So, da steckt noch der Sender drin. Ansonsten, die Kiste ist jetzt leer. Hier haben wir die TQ. Sendereinheit, ganz normal die klassische, die es von Traxxas halt immer gibt. Ich kann gar nicht so viel einstellen. Ich habe einen Gashebel, ich habe ein Lenkrad und ich kann den Steuerung Trim einstellen. Ansonsten gibt es noch eine Bindungstaste hier oben. Hier hinten unten ist der An- und Ausschalter. Und rein kommen 4 Doppel-A-Batterien. Ja, einfach funktioniert. Man kann jetzt nicht wirklich viel einstellen. Das heißt, ich finde es manchmal ein bisschen besser, wenn ich noch eine Möglichkeit habe, zum Beispiel die Geschwindigkeit auch zu drosseln. Gerade wenn Anfänger unterwegs sind und ich glaube, der Wagen hat ordentlich Power, wäre es vielleicht ein bisschen besser, die runter zu drosseln. Wenn ihr aber schon erfahrene Fahrer seid, dann wird die auf jeden Fall all das machen, was ihr braucht. Guckt mal kurz beiseite. Hier den schönen Wagen mal auspacken. Ne, ist komplett mit der Karosserie fest. Ist übrigens die neue Karosserie, das heißt die, die das neue Klemmsystem hat. Ich lasse ihn aber noch mal gerade so stehen. Ich gucke mal kurz mit euch hier rein, was ist in der Verpackung drin. Hier ist noch mal eine extra Tüte. Kurz aufschneiden. Nicht funktioniert. So. Ups, Messer einmal wegpacken. So, was ist hier drin? Ein paar Papiere, Anleitungen. Hier haben wir eine Bauanleitung im Endeffekt, also die Explosionszeichnung und Teilebeschreibung, das Ganze in mehreren Sprachen. Kein richtiger Bauplan ist ja schon zusammengebaut, aber falls euch irgendwas am Fahrzeug kaputt geht, hier in den Anleitungen habt ihr Explosionszeichnung, wo ihr genau seht, hey, das Teil ist kaputt gegangen, dann könnt ihr euch hier die Artikelnummer angucken, euren Traxxas-Händler des Vertrauens aufsuchen und das Ersatzteil holen. Wenn ihr Glück habt, ist es einzeln. Manchmal ist es bei Traxxas so, dass ihr immer so ein Bundle kaufen müsst, wo mehrere Sachen drin sind. Ist dann so ein bisschen schade, wenn nur ein kleines Teil kaputt gegangen ist und ihr alles kaufen müsst. Aber dann habt ihr auf jeden Fall die anderen Sachen auch. Das kommt beiseite. Was haben wir noch dabei?
ein bisschen Kunststoffteile. Was hier ist, das sind Ersatzringe für die Dämpfer. Das heißt, das sind Öldruckstoßdämpfer in dem Fahrzeug verbaut. Mit diesen Distanzringen könnt ihr die so ein bisschen noch einstellen. Das heißt, es ist jetzt nicht zum Schrauben, aber ihr könnt den Federweg so ein bisschen höher und runter setzen damit. Wir haben auch noch verschiedene kleine Discs hier innen drin. Falls ihr die Öldruckstoßdämpfer selber aufmachen wollt und danach neu befüllen wollt, könnt ihr da den Durchfluss vom Öl so ein bisschen regeln. Damit kann man die auch noch ein bisschen weicher und härter machen. Ansonsten könntet ihr theoretisch mit verschiedenen Ölen arbeiten. Aber ich glaube, wenn ihr Ready to Run gebaut habt, dann ist das eher was, also vielleicht die Distanzringe noch, aber den Rest macht ihr wahrscheinlich nicht. Wenn ihr euch damit auseinandersetzen wollt, habt ihr hier die Möglichkeit. Dann haben wir noch dabei eine ganz kleine Werkzeugtüte. Was ist dabei? Ein kleines Kreuz mit Imbus, mit Sechskantschrauben sozusagen. Damit könnt ihr zum Beispiel die Felgen lösen. Ihr habt noch 3 Imbusse dabei, um den Wagen theoretisch damit komplett auseinanderzunehmen und wieder zusammenzubauen. Auf jeden Fall alles da, falls sich was kaputt geht oder zum Wiederfestziehen, was ihr braucht. Dann haben wir noch einen lustigen Schaumstoffklotz dabei. Und wenn ihr gar nicht wisst, worum es geht, der Wagen kommt ja ohne ohne Akkus und ohne Ladegerät. Das heißt, ihr kauft euch selber ein Ladegerät. Und wenn ihr, ich zeig's euch mal hier, wenn ihr jetzt zum Beispiel von Traxxas die NEM-Akkus benutzt, dann haben die 8,4 Volt, um die gute Spannung rauszukriegen, so ähnlich wie es der Lipo hat. Um das zu schaffen, haben sie nicht nur 6, sondern 7 Zellen. Dadurch sind sie ein bisschen länger als so ein normaler, obwohl der ist jetzt auch schon recht groß, als so ein Lipo-Akku. Das heißt, das Fach ist recht groß, damit der Akku da drin nicht hin und her schleudert, je nachdem, wie groß euer Akku ist, den ihr benutzt. Könnt ihr noch den Schaumstoffklotz da reinkleben, dann sitzt der Akku stramm. Zeige ich euch gleich nochmal, wie es genau geht. Dann haben wir noch eine Garantiekarte hier drin. Könnt ihr euren Wagen sozusagen nochmal anmelden, dass ihr ihn jetzt habt. Dann habt ihr ein bisschen bessere Garantie. Das Ganze geht aber über die USA und ist für uns ein bisschen unrelevant. Ihr habt den ja wahrscheinlich bei einem Händler hier in Europa, in Deutschland gekauft. Das heißt, darüber läuft die Garantie. Das kommt beiseite. Und für die, die noch ein bisschen gerne schmökern nebenher, packt Traxxas immer noch eine Anleitung hier mit rein. Kein Katalog. Wenn ihr ein bisschen schmökern wollt, hat Traxxas hier nochmal eine farbige Anleitung auch für euch. Das heißt, wie funktioniert die Karosserie, wie setze ich die drauf, das Ganze mit Bildern gelöst, farbigen Bildern, wie wechsle ich die Akkus aus, wie lade ich die Akkus, wie schalte ich die Fernsteuerung ein und ähnliches. Das Ganze in 4 Sprachen und Deutsch ist auch dabei. Also Schnellstartanleitung hier mit drin und noch einen kleinen Werbezettel für die passenden Akkus und Ladegeräte, aber jetzt kommen wir langsam mal zum spannenden Teil, zum Fahrzeug. Also, ihr habt den Wagen jetzt so, habt hier so eine Tüte drauf. Wie kriegt ihr die runter? Das ist eine Tüte, in der die Karosserie klemmt. Das heißt, wir müssen die Karosserie jetzt abnehmen. Aber ich komme noch gar nicht an die Pinne ran, denkt ihr euch. Die Stifte, ist egal, hat ein neues System. Das heißt, wir greifen jetzt in die Radläufe rein, können hier 2 Laschen zurückziehen. Das gleiche machen wir hinten auch noch. Dadurch kriegen wir die Karosserie ab. Jetzt können wir die Karosserie aus der Tüte ziehen. Und haben hier die schicke Karosserie. Sieht ganz schick aus, gut geklebt. Man kann nicht reingucken in die Fenster. Das ist von innen schon alles halt vorgestanzt sozusagen. Und da ist eine Farbe reingepresst worden. Das ist nicht wirklich lackiert. Und dann sind von außen so ein paar Aufkleber drauf gekommen. Und wenn ihr innen drin schon gesehen habt, hier drin ist das neue Aufnahmesystem für die Karosserie. Das heißt, das, was ich kurz schon angesprochen hatte. Hier gibt es so Stifte, die könnt ihr beiseite ziehen, klemmen. Das passende Gegenstück ist hier am Chassis. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Bums! Das ist das neue Chassis 4x4 BL2S. Das ist ein System brushless, also mehr Power kann man nicht unbedingt sagen, aber reibungsarmer, energieeffizienter und mit richtig viel Power in diesem Fall. 3300 kV. KV müsst ihr immer mit der Lipo, mit der Voltzahl mal rechnen, dann kommt ihr auf die Umdrehung, die der Wagen schafft. Und das ist in diesem Fall recht viel. Ansonsten, was sehen wir noch? Wir haben Öldruckstoßdämpfer vorne und hinten, recht lange sogar. Wir haben verstärkte Aufnahmen der Reifen. Ich muss mal gleich ein Rad abnehmen, zeige ich euch noch ein bisschen genauer. Hier in der Mitte ansonsten, von vorne angefangen. Ein Servo, nicht unbedingt der schnellste, funktioniert aber ganz gut. Ich fahre mit den Servos sogar meine Rennen mit Traxxas. Danach ein geschlossenes System, da drin ist der Empfänger.
sozusagen. Das heißt, der ist schön wasserdicht abgesetzt. Hier an der Seite kommt die kleine Antenne raus. Danach kommt der neue BL2 Traxxas ESC, das heißt das Steuergerät für die Geschwindigkeit. Und dahinter dann sozusagen der Brushless Motor. Von da aus geht es hier in ein System rein. Die Ritzelung sehe ich jetzt nicht, da weiß ich nicht, was man da nachrüsten kann. Auf jeden Fall von da dann über ein, was haben wir, eine Plastik-Kunststoffkardanwelle wird dann die Kraft nach vorn und hinten getragen. Vorn und hinten haben wir geschlossene Metalldifferenziale auf beiden Seiten. Eigentlich ziemlich cool. Ansonsten Traxxas steht ja dafür, recht stabil zu sein. Falls mal was kaputt geht, die Einzelteile kriegt man eigentlich auch überall her. Wir haben richtig dicke, große, schöne Truckreifen fürs Gelände. Mit denen kann man ordentlich Gas geben. Ansonsten ist hier an der Seite noch das Fach für den Lipo. Ihr fragt euch, was ist jetzt eigentlich der Unterschied im Aufbau? Denn die sehen ja schon recht unterschiedlich aus. Ich hole mal kurz meinen 2WD Track Slash dazu. Dann können wir uns die mal genau gegenseitig angucken. Hier haben wir seinen, was ist jetzt eigentlich der kleine Bruder, der große Bruder, der junge Bruder? Mal gucken. Also das gleiche System, Karosserie abnehmen, einfach drunter greifen, zwei Hebel auseinandernehmen. Dann sind wir am Fahrzeug. War übrigens eine andere Farbe, könnt ihr also in verschiedenen Farben aufbauen. Hier jetzt mal die beiden Traxxas direkt im Vergleich nebeneinander gestellt. Radstand der gleiche, grundsätzlicher Aufbau von außen der gleiche und hier innen drin komplett unterschiedlich aufgebaut. Das heißt, 2WD, wir haben den Akku in der Mitte liegen, wir haben hier vorne an der Seite den Servo, hier das Steuersystem Empfänger, hier hinten den Brushed Regler für den gebürsteten Motor, der hier hinten sitzt. So der grobe Aufbau von dem 2WD-Slash. Auf der Seite der 4WD-Slash. Chassis war nicht schon mal ein bisschen anders, ein bisschen schmaler. Wir sitzen auch mit dem ganzen Chassis tiefer. Das heißt, hier ist mehr Bodenfreiheit als bei dem guten Stück hier. Wir haben den Akku auf die Seite geschoben. Auf der linken Seite gegenüber vom Akku sozusagen. Gerade schon angesprochen. Den Servo vorne, dahinter die Steuereinheit. Empfänger. Danach das ESC. Direkt der Motor. Und hier innen drin laufend unter einer Plastikabdeckung die Kardanwelle, die Kraft auch nach vorne bringt. Bei den Aufhängungen sieht es auch aus ziemlich unterschiedlich. Hier ist schon ein bisschen mehr Metall verbaut. Das heißt, ich habe hier Turnbuckles, ich kann den Sturz einstellen, ich kann die Lenkung einstellen. Beim 4x4 ist das alles aus Kunststoff. Ansonsten die Kardans auf der Seite sind sie ein bisschen stärker. Das sind übrigens so Kardans aus Kunststoff, die sich ineinander fahren können. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus, was ich mache. Aber je nachdem, wie das Rad steht, hat das einen etwas anderen Unterschied, andere Entfernung. Und das haben sie gelöst, indem die sozusagen einen Stab in eine Röhre reinsetzen. Vorne auch aus Kunststoff, aber auch recht stabil. Allgemein die Aufhängung. Hier sieht die C-Hubs noch ein bisschen sportlich dünn aus. Hier sind es richtig dicke Teile. Gucken wir uns gleich nochmal an. Ich nehme nochmal Räder ab. Ansonsten nochmal von unten. Ihr seht es auch hier. Hier bestimmt 2-3 cm mehr Bodenfreiheit als bei dem. Das ist der 2WD, das ist der 4WD. Also hier nur hinten angetrieben. Hier alle vier Räder angetrieben. Sonst, ja, die Chassiswanne ist ein bisschen anders. Wir haben hier einen anderen Servo-Saver drauf als hier. Hier haben wir einen 2-Turnbuckle, glaube ich, wie das heißt. Ich kann die Lenkung hier noch mal ein bisschen einstellen, den Lenkservo. Ansonsten ist hier der 2075er verbaut, hier der 2056er Servo. Ja, wir haben anderes Profil an den Reifen, sehe ich auch. Die wirken auch ein bisschen dünner. Ja, soweit erstmal von unten. Schauen wir uns hier mal die Einzelheiten ein bisschen genauer an. So, ich nehme mal kurz das Rad ab. Und zeige euch die Unterschiede in der Aufhängung. Die sind immens, würde ich sagen. Schicke schwarze Mutter. Mal das Rad abnehmen. Ah, da ist der Stift rausgefallen. Das heißt, ihr seht hier die neue Lenkung, den C-Hub, die Lenkung. Dickes, richtig dickes, stabiles Kunststoff in so einem Blau gehalten. Dafür aber hier oben die Streben aus dem Kunststoff. Manchmal ganz gut, wenn die flexibel sind, denn so eine flexible Aufhängung nimmt einen Schlag ein bisschen besser weg, als wenn sie ganz starr ist, denn wenn sie ganz starr ist, bricht sie schneller. Ansonsten haben wir hier auch Metall, Sechskant. Ansonsten haben wir auch aus Metall den Radmitnehmer, ganz cool. Sind auch Kugellager verbaut, wie ihr hier seht. Ansonsten das Rad mal wieder zusammenbauen. Hier drauf. So, wieder ranschrauben. Ich
Wenn es übrigens ein bisschen schwerer zu lösen ist, ich habe gesehen, auf der Schraube war Loctite drauf. Das ist so ein System, um dass sich Mutter nicht so schnell lösen. Jetzt schauen wir uns das gleich nochmal beim 2WD-Slash an. Das heißt, hier seht ihr auch so ein bisschen das Blaue auf der Mutter, auf der Schraube drauf. Oh, lässt sich auch schwer drehen. Das ist so ein Schraubenfixierer, dass sich Schrauben nicht lösen. Mal gucken, ob ich mir jetzt da, ob das ein Problem grundsätzlich vom Traxxas Slash ist, dass die sich schnell gelöst haben. Glaube ich eigentlich eher nicht. Ist nur so eine Grundsicherheit. Nehmen wir das hier ab. Hier haben wir jetzt ja vorne einen Kunststoffmitnehmer. Ist ja kein richtiger Mitnehmer. Aber ihr seht mal hier, sehr viel filigraner, das ganze Kunststoffmaterial. Aber wir haben hier die einstellbaren Turnbuckles. Wir können die Lenkung steuern. Wir können den Sturz ein bisschen einstellen. Das können wir beim 4WD nicht. Hier wieder drauf alles. So. Ansonsten noch mal kurz. Hier der gebürstete Motor beim 2WD ist ein 12-Turn, macht also auch richtig Power. Der Wagen ist richtig schnell, 35 Meilen pro Stunde, knapp 48 und ein bisschen km/h. Und hier nochmal die Motorkombo vom 4WD, das heißt der BLL BL2S 3300 kV als bürstenloser Motor. Hier auch über ein eigenes Steckersystem. Hier auch. Hier übrigens der Anschalter, falls ihr ihn sucht, ist im ESC mit eingebaut. Das gleiche beim 2WD. Also, so viel mal zu den beiden Slashes. 2WD, 4WD. Ich habe euch die Unterschiede gezeigt. Gibt ja erhebliche Karosserie von außen gleich. Das heißt, ich könnte die jetzt auch wechseln. Ich finde es sehr spannend. Ich finde es schön, dass der mehr Bodenfreiheit hat. Vom Geschwindigkeitsgefühl her hat der richtig Spaß gemacht. Heckantrieb zu fahren ist richtig lustig, weil der sehr viel mehr schleudert. Bei dem habt ihr ein bisschen mehr Kontrolle, würde ich mal sagen. Aber er hat auch so ein paar in der Grundeinstellung Nachteile. Ich finde es schade, dass ich den Sturz nicht einstellen kann, dass ich die Lenkung nicht so einstellen kann. Allerdings sind die Kunststoffteile dicker. Ich habe noch keinen Schaden gehabt, aber das spricht schon ein bisschen mehr dafür, dass der hier ein bisschen widerstandsfähiger ist. Brushless ist ein bisschen langlebiger, ruhigläufiger, leiser auch. Also der ist schon recht laut. Ja, dazu das erstmal. Wenn ihr sehen wollt, wie sich die beiden Wagen im Gelände unterhalten, also verhalten, nicht unterhalten, würde ich sagen, ihr abonniert den Kanal, denn wir werden auf jeden Fall noch einen extrem Außentest machen, die beiden Dinger bei Minusgraden durchs Gelände jagen, über Sprünge jagen, mal gucken, was so alles passiert. Wird bestimmt spannend. Falls ihr jetzt schon Fragen zu den Modellen habt, schreibt sie gerne unten drunter. Ich werde versuchen, alles zu beantworten. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, dann sage ich, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keines dieser Videos mehr. Ansonsten jetzt ciao und tschüss, bis bald, euer Chris. So, jetzt nochmal ein Thumbnail-Foto. So, Licht auf mich, lächeln, oh, gucken, erstaunt. Was ist das? Power! Boah, ist ja richtig Muckisport hier.